Wir sind hier im Kiuna in Lichterfelde Süd. Das ist ein Kinder-, Jugend- und Nachbarschaftszentrum. Was genau machen Sie hier eigentlich, Herr Baumann? Wir machen hier offene Kinder- und Jugendarbeit und Arbeit mit den Eltern der Kinder und Jugendlichen und haben noch eine Kita mit im Haus für die Menschen hier in der Region. Und was genau sind die Angebote, die Sie den Leuten machen? Wir machen Freizeitangebote oder haben ein Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche, was von musikalischen Angeboten über Sportangebote bis hin zu Kreativangeboten gilt und darüber hinaus eben offene Angebote zur Freizeitgestaltung. Vielen Dank. Wir haben ja vor allem uns über das Thema Kinderarmut unterhalten und hier in der Gegend sind ja auch viele Menschen von Armut betroffen. Frau Mampel, was haben Sie für einen Eindruck? Was macht das mit den Kindern, wenn sie so in Armut aufwachsen? Es kommt immer darauf an, ob sie selber die Armut wahrnehmen. Wir stellen fest, dass sie schon auch merken, sie können halt nicht in den Zirkus gehen, sie können halt nicht regelmäßig schwimmen gehen, sie haben vielleicht auch kein Schulbrot, ihre Eltern haben wenig Zeit, sie fühlen sich mitunter vernachlässigt, emotional vernachlässigt. Und dem wollen wir hier im Kiez natürlich gegenwirken und geben hier im Haus speziell, im Kinder-, Jugend- und Nachbarschaftszentrum, den Kindern das Gefühl, in eine Familie zu kommen, aber eben auch alle Möglichkeiten, die sie halt suchen, in diesem Alter zu bekommen durch Sponsoring, durch Spenden, die Herr Baumann dann aktiviert. Entschuldigung. Und ich denke mir, wir tun alles, damit es den Kindern gut geht und dass sie nicht das Gefühl haben, dass sie arm sind. Und wenn Sie darüber nachdenken, welche Unterstützung bräuchten Sie dafür noch mehr von der Politik? Was wäre Ihre Forderung? Eine ganz entscheidende Forderung ist, dass die Kinder- und Jugendarbeit, die offene Kinder- und Jugendarbeit finanziell auf sichere Beine gestellt wird, dass wir uns nicht irgendwie von Jahr zu Jahr mit den Verträgen hangeln müssen und dass sich nach 10 Jahren gleichbleibenden Kostenblättern in der Jugendarbeit endlich was tut und wir eben auch die Fachkräfte gemäß ihren Leistungen bezahlen können. Das ist unser Anspruch und am Ende kommt das bei den Kindern an und darum geht's. Super, vielen, vielen Dank Ihnen beiden. Gerne.